Dann geben wir das mal an den Schalli. So, nimm das bitte. Einen Fernseher. Hey, kein Problem, Kumpel. Sieh dir das mal an. Es ist unglaublich, Kipmar. Ich kann es kaum erwarten, dass die Monsterfilmnacht wieder losgeht. Jetzt fehlt nur noch Mikes berühmte Knabbermischung. Und ich muss ein paar Dorfbewohner einladen. Hast du überhaupt irgendwas gemacht in der Zwischenzeit? Vielleicht sollten wir Mike um Hilfe bitten. Du klingst überfordert und ich bin mir sicher, dass er trotzdem überrascht sein wird. Du hast recht. Mike könnte es persönlich nehmen, wenn jemand anders die Knabbermischung zubereitet. Würdest du ihn mit den Neuigkeiten überraschen? Klar doch. Ich werde Mike überraschen und ihn bitten, die Knabbereien vorzubereiten. Immer mit der Ruhe. Hey Mike, hast du gehört? Hey, was geht, Kidmar? Überraschung! Sully bringt die Monsterfilm nach zurück. Sully macht was? Oh, ich erinnere mich. Die Monsterfilmnacht, das sind tolle Neuigkeiten. Oh, ja. Lass mich raten, der braucht mich, um meine berühmte Knabbermischung zu machen. Er lässt sie immer anbrennen. Du kannst wohl meine Gedanken lesen. Brauchst du etwas dafür? Nein, ich habe ein besonderes Geheimrezept. Es ist unfehlbar. Oh, ich bin so aufgeregt. Die Monsterfilmnacht war das Beste. Du kannst Sully sagen, dass ich die Knabbereien mitbringe. Kurze Frage, Kidmar. Hast du vor, mit diesen Klamotten zur Monsterfilmnacht zu gehen? Was stimmt nicht mit dem, was ich anhabe? Da ist ein cooler Oktopus hinten drauf. An sich ist alles okay, aber es ist ein gemütlicher Filmabend mit Freunden. Du willst entspannen und in Monsterstimmung sein. Oh, weißt du, was Sully gefallen würde? Wenn du etwas Blaues und ein paar Schreckerhausschuhe anziehst, er wird sich dadurch wirklich geehrt fühlen. Zieh den Outfit im Monsterfilmnacht an. Ein blaues zwangloses Oberteil, eine blaue zwanglose Hose, Hausschuhe, Schrecker Sully. Okay, wir gucken mal eben. Warum kann ich das immer... Warum wird das hier nicht mehr angezeigt? Das ist doch irgendwie scheiße. Blaues Oberteil. Ich leg grüße, ich bin süß. Komm, ich streichle dich mal. Ja. So. So, Garderobe. Also ein blaues Oberteil brauchen wir. Ja, ziehen wir lockeres blaues Hemd runter. Dann eine Hose, eine blaue. Die gefallen mir irgendwie nicht so. Und die komischen Monsterschuhe. Ausschuhe schrecklicher Sully. Wo war's? Ist das okay so? Blaues zwangloses Oberteil. Okay, das funktioniert nicht. Dann ist das nicht zwanglos. Vielleicht ein blaues Poloshirt runter. Geht das? Jo, kehre zu Sully zurück. Wo ist er denn gerade? Ach so, unten am Strand. So, weißt du, was ich nehme hier? Das geht ein bisschen schneller. Du kannst das filtern, weißt du das? Ja, das weiß ich. Aber das hätte jetzt zu lange gedauert, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich das einfach mal eben auf die Schnelle so gemacht. So. Aber danke. Weißt du, Kumpel, ich hab mir gedacht... Was hat Mike gesagt? Er hat die Überraschung geliebt und sagte, er würde eine Portion seiner Knabbermischung mitbringen. Dann bleibt nur noch den letzten Schreifernseher zu platzieren. Du kennst das Dorf am besten. Könntest du alles an einem Ort aufstellen, an dem man gute Filme sehen kann? Es wäre mir eine Ehre, danke. Nein, ich danke dir. Wir haben den letzten Schreifernseher immer vor mein Haus geschleppt und uns auf ein paar bequeme Stühle gesetzt. Aber bitte, such dir einen Ort aus, der dir gefällt, Kipmar. Wir sehen uns. So, kann ich eigentlich schon die Sachen wieder tauschen? Dass ich wieder sage, ich nehme mir meine... die Hose und...
meine coolen Turnschuhe wieder. Quietsche Turnschuh. Ich hoffe nur. So, Aufgabe. Stelle den letzten Schreifernseher an einem beliebigen Ort im Tal auf. Das können wir machen. Da wechsle ich mal gerade wieder. Hier geht das merkwürdigerweise. Müssen wir wahrscheinlich gleich wieder ein Foto machen. Okay, weißt du was? Da muss ich mal eben hier die Badewanne wegmachen. Und diese Fahrende sind leider auch im Weg. Schade. Aber ich kann das vielleicht noch... Oder warte mal, verschwindet das gleich wieder? Oder bleibt das? Ja, geil! Ja. Oh, ja, 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 ja! Da! Tada! Oh, ist doch ein schönes Bild. Ich mag dies. Gut, dann blende ich mich auch einmal ganz kurz aus. So, dann kann ich das nämlich besser aufs Thumbnail draufpacken. So. Schön. Okay. Guten Morgen. Oh, das weiß natürlich verschwindet es wieder. Schön, dich zu sehen. Die Monsterfilm nach 2.0 war ein Erfolg, Tittmom. Alle hatten Spaß und es war toll, wieder in Schwung zu kommen. Oh. Danke für deine Hilfe. Ich möchte, dass du das hier bekommst. Ja, wir kriegen den Fernseher, Alsa. Das ist der letzte Schreifernseher. Jetzt kannst du Filmabende veranstalten, wann immer du willst. Nochmals vielen Dank, Tittmom. Lass uns bald wieder reden. Ich habe mir überlegt, wie ich hier mithelfen kann. Gut gemacht. Dann kann ich nämlich direkt den letzten Schreifernseher hier platzieren. So. So, ist der stehen. Und hier platzieren wir dann wieder ein paar Farne. Gestrüpp. Wo haben wir denn den Farn? Ne, das war der falsche. Der hier. Alright, so, er hat eine weitere Quest. Na, bist du bereit für ein bisschen Lächeln? Nein, Kittmom, ich habe eine Idee für das Dorf. Hast du etwas Zeit zum Reden? Ja klar, schieß los. Also erstens, Dreamlight Valley ist fantastisch. Was du hier aufgebaut hast, ist großartig und ich glaube, ich habe eine Idee, die es noch besser machen könnte. Schön, dass es dir gefällt. Ich sehe, dass du eine Menge Arbeit investiert hast, aber du solltest nicht der Einzige sein, der das tut. Ich möchte andere Dorfbewohner dazu ermutigen, sich stärker an Verbesserungen im Tal zu beteiligen. Okay, woran denkst du da? In der Monster AG gibt es die Auszeichnung Scherze des Monats. Ich habe mir gedacht, dass es hier auch einen Preis für den Dorfbewohner des Monats geben könnte. Die Leute würden gewinnen, wenn sie echte positive Veränderungen für das Tal bewirken. Was meinst du? Das ist eine tolle Idee. Toll! Ich habe nämlich schon angefangen, es zu organisieren. Drei Dorfbewohner haben mir erzählt, dass sie Ideen für einige Projekte haben. Mike, Ursula und Donald. Wirklich? Was sind denn ihre Projekte? Ich weiß es noch nicht. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ein unparteiischer Richter sein will. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Könntest du mal nach ihnen sehen? Vielleicht kannst du ihnen helfen, wenn sie etwas brauchen. Das ist die perfekte Gelegenheit, um zu sehen, ob es funktioniert. Klar, ich schaue mir die Projekte von Ursula, Donald und Mike an. Super, danke Kittmom. Wir sehen uns. Okay, so, dann muss ich erstmal wieder hier zack wegmachen. So. Okay, dann gute Nacht, liebe Lila. Danke fürs Vorbeischauen. Gute Besserung dir. Bye bye. So, ich guck mal, wie weit der Fisch ist. Beziehungsweise wir können noch mal eben mit Mike reden. Der ist ja sowieso gerade da. Und hier einmal streicheln. Aha. Hey Kittmom, bist du der tolle Assistent, den Sully mir versprochen hat? Ja, ich bin da, um zu helfen.
Toll! Nicht, dass ich es nötig hätte. Ich bin ein sicherer Kandidat für die Wahl zum Dorfbewohner des Monats. Nach all den Jahren, in denen ich Sully trainiert und auf ihn aufgepasst habe, weiß ich, was er zu schätzen weiß. Es steht außer Frage, dass ich den Titel bekomme. Ich weiß genau, wie ich ihn daran erinnern kann, dass ich der klare Sieger bin. Wir werden sein Lieblingsgericht für das ganze Dorf kochen. Mischmasch à la Monstropolis. Was ist das? Nur das beste Gericht aller Zeiten. Es ist perfekt nach einem langen Tag, an dem du unermüdlich für, sagen wir mal, einen großen Energiekonzern gearbeitet hast. Und damit es großartig wird, brauchen wir frische Zutaten. Welche Arten von Zutaten? Wirklich? Jede Art. Die besten am Mischmasch aller Monstropolis ist, dass es zu allem passt. Je vielfältiger, desto besser. Ich besorge dir ein paar frische Zutaten aus dem ganzen Tal. Sagen wir Karotten, Mais und Paprika. Pflanze und ernte etwas Gemüse. Okay, ich glaube, letzten Endes geht es nur darum, dass wir das... einmal ernten. Okay, der ist noch nicht fertig. Dann machen wir das gerade mal. Karotten, Mais und Paprika. So, das müsste reichen, oder? Jo, das funktioniert. Okay. Das Ding ist, wir müssen jetzt noch wieder zwei neue da anpflanzen. Wo gab es denn nochmal Paprika? Also hier gibt es auf jeden Fall Mais, den kann ich schon mal mitnehmen. Na, wie geht's? Hab ich noch was zu verkaufen eigentlich? Wie die Pilze vielleicht. So. Das ist aber Karotten, weiß ich, waren hier oben. Weiß einer gerade zufällig, wo es Paprika gab? Schön, dich zu sehen. Im Strand waren wir gerade. Ich guck mal eben im Wald. Ich bin selbst bei mir überfordert, weil ich es gemacht habe. Oh Gott. Aber kenne ich. Wenn man halt eine Zeit lang nichts macht. Ich habe vor kurzem. Tatsächlich, also ist es im Wald. Der Vollständigkeit halber. Ich habe vor kurzem auch hier Frühjahrsputz gemacht, wenn man so möchte. Ich war froh, als das erledigt war. Und ich weiß wieder, warum ich so wenig Lust habe, Dinge zu putzen. Es ist einfach nur mega nervig. So, schön ist, wir brauchen gerade gar nicht gießen. Dann zweimal Karottchen. So, und zweimal Mais. So, gehe ich mal weiter. Was ist das? Frische Zutaten, genau wie du es wolltest. Aber wo sind die Gerüche? Wo sind die Klumpen? Das sieht überhaupt nicht aus wie das, was Remy mir gegeben hat. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Gute Idee, ich muss über meine Dankesrede für den Dorfbewohner des Monats nachdenken. Mike, verkaufe das Fell des Bären nicht, bevor du ihn erlegt hast. Hey, du bist es! Hey, was kochen wir heute, Kidma? Mike hat mich um frische Zutaten gebeten, aber als ich sie ihm brachte, beschwerte er sich, dass sie nicht so waren wie die, die du ihm gibst. Ich glaube, ich weiß, was falsch gelaufen ist. Ich achte immer darauf, dass jeder seiner Gerichte etwas frischen Kompost enthält. Monstergaumen scheinen einen gewissen Verfall zu bevorzugen. Wenn ich also einen Mischmasch à la Monstropolis zubereite und bereits Karotten, Mais und Paprika habe, dann... Gib einfach etwas frischen Kompost zu dem Rezept hinzu und du hast es geschafft. Jedem das Seine, nehme ich mal an. Ganz genau. Was für eine, was für einen eine Delikatesse ist, ist für jemand anderen Müll. Wenn du etwas frischen Kompost brauchst, ich habe ihn gerade nach draußen gebracht, um den Boden anzureichern. Er sollte in der Nähe des Restaurants sein. Wir sind ein gutes Team. Okay, dann gucke ich mal beim Restaurant.
du liebe Zeit. Da. Guten Morgen, Leute. Toll. Geil. Frischen Kompost. Finde frischen Kompost und das Restaurant. Achso, zweimal. Hier ist ein Loch. Das war kein Kompost. Ach, da hinten. Weiße schmeißen einfach mitten auf der Straße. Kein Problem. So, koche 2 Schüsseln vom Mischmasch aller Monstropolis. Machen wir mal. Mischmasch aller Monstropolis. Das sieht aus wie Dünnschiss. Und schmeckt wahrscheinlich auch so. Ah. Okay, was soll ich jetzt noch machen? Bringe Mike 2 Schüsseln von Mischmasch aller Monstropolis. Ich hatte gar nicht dieses, das Symbol im Kopf, aber okay. So, bitteschön, einmal Dünnschiss mit Maischwacke. Danke, Kidma. Es riecht köstlich, genau wie zu Hause. Jetzt muss ich das nur noch zu Sully bringen und ihn daran erinnern, welche die wertvollste Person im Dorf ist. Danach werde ich meine Dankesrede beenden. Tausend Dank, Kidma. Okay, dann haben wir Mike an der Stelle erledigt. Guten Morgen, Leute. Warum immer guten Morgen eigentlich? Mein Auge tut weh. Haben wir denn mittlerweile den schönen, haben wir den Fisch, der mittlerweile schön gammelig? Ah, guck mal, den rieche ich bis hierhin, trotz Regen. So, verdorbener Karpfen, bitteschön. Bitte sehr, ein verdorbener Karpfen, wie gewünscht. Lass mich mal schnuppern. Er ist perfekt, Kidma. Fantastisch. Du hast ihm genau die richtige Zeit zum Reifen gegeben. Der Schlüssel zur Beurteilung, ob er einsatzbereit ist oder nicht, liegt im Geruch. Wenn er fischig riecht, ist er noch nicht fertig. Aber wenn du das Aroma von Ammoniak und die Süße des Müllcontainers wahrnimmst, weißt du, dass er perfekt ist. Es gibt keine coolere Person als meine Freundin Shank. Ich bin beeindruckt von deinem Wissen über Düfte. Oh ja, 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 ja. Meine Freundin Celia hat mir einmal zu einem Herstellungskurs für Eau de Closette mitgenommen. Was kommt als nächstes? Als nächstes sammeln wir die letzte Zutat für das Eau de Closette. Wir brauchen ein leeres Fläschchen, um das Eau de Closette hineinzutun und fruchtbare Erde für die erdige Note. Sobald es fertig ist, können wir es zu Herrn Duck bringen und sehen, ob er es für die anderen Dorfbewohner aufbewahren will. Egal, ich krieg den alten Fisch wieder. Naja, also ein Fläschchen und ein bisschen fruchtbare Erde ist kein Problem. Die habe ich beide zu Hause. Und da muss ich dann noch wahrscheinlich was raus craften. Also Eau de Closette nehme ich an. Deswegen gucken wir mal eben. Monströses Eau de Closette. Und das soll ich dann zu Dagobert bringen. Ich bin gespannt, was Dagobert dazu sagen wird. Er wird sich wahrscheinlich nicht besonders freuen. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Halt, da ist ein Loch. Und ihr wisst, Löcher, liebe Freunde. Ich lasse den Chat vervollständigen. Ich sehe überall irgendwelche Dinge. Es sind böse. Nein, das ist nicht richtig.
Ja, morgen. Hast du eine Minute Zeit? Ja, habe ich. Ich bin gerade enttäuscht, dass der Chat das nicht beenden kann. Gehör gestopft. Jawohl. Dankeschön, Chat. Dankeschön. So. Okay. Ja, hier. Monströses Eau de Closette. Wunderschön mit diesem kleinen, mit diesem Fischsymbol vorne drauf. Damit wirst du reich, Dagobert. Was bringst du mir da, Kidma? Es ist das angesagteste neue Eau de Closette im Tal, entworfen von Mike Loskowski und meiner Wenigkeit. Los, schnupper mal dran. Aber natürlich. Was denkst du? Kidma. Ich kann nicht in Worte fassen, wie fürchterlich das riecht. Oh, das ist aber schade. Warte einen Moment, Kidma. Ich glaube, mir fallen die richtigen Worte ein. Es riecht schlimmer als damals, als meine drei Großneffen alle noch Windel trugen und die Magen-Darm-Grippe hatten. Oh. Und es riecht, als hätte Goofy seinen Fang eine Woche lang in der Sonne liegen lassen. Eigentlich witzig, dass du das sagst. Aber ich bin ein Geschäftsmann. Wenn du mir einen Dorfbewohner zeigen kannst, der dein Eau de Closette gerne trägt, werde ich ihn in Betracht ziehen, es zu verkaufen. Wenn du ein dreifaches Siegel auf der Flasche machst. Der Kunde hat schließlich immer recht. Okay, das geht klar. Versuche es mit Ska und Vanellope. Ich würde sagen, sie sind unterschiedlich genug, dass wir damit eine repräsentative Auswahl haben. Freundlichen Dank. Klar, Ska und Vanellope. Zwei, die Eau de Closette auf jeden Fall auflegen würden. Die sind ganz vorne mit dabei. So, Ska ist auf jeden Fall gerade wieder zu Hause. Ich wünschte, ich könnte mich auch supporten wie er. Hier ein bisschen Eau de Closette. Oh, hallo. Ska, ich habe ein Geschenk für dich. Hast du? Endlich bekomme ich, was mir zusteht. Welchen Tribut bringst du demjenigen entgegen, der König sein sollte? Nun, ich könnte es dir erzählen, aber ich zeige es dir lieber. Mach dich bereit für einen Spritzer. Einen Spritzer? Was ist ein... Psst, psst. Dieser erbärmliche Geruch würde selbst ein Rudel Hyänen den Schwanz einziehen lassen. Magst du es nicht? Nein. Bist du sicher, dass du es nicht auf dich wirken lassen willst? Oh. Willst du andeuten, dass es lebendig ist? Ehrlich gesagt, das könnte sein. Da musst du mit Mike reden. Ach, schön. Ich mag den Dialog. Ich fände es cool, wenn die öfter solche Dialoge führen würden. Also, wenn Dagobert dieses Eau de Closette in seinem Laden verkaufen würde, wärst du daran interessiert, es zu kaufen? Aha. Ich werde darauf keine Antwort geben. Sollte es einen berechtigten Grund geben, mit mir zu sprechen, werde ich in meiner Höhle sein und versuchen, diesen entsetzlichen Gestank zu beseitigen. Kusch, kusch. Kusch, kusch. So, wo ist denn Vanellope van Cleef? Wie ist sie nochmal? Vanellope van irgendwas? Wahrscheinlich wird die einfach nur wieder nicht angezeigt. Ich guck mal bei ihr zu Hause. Nachdem ich dieses Loch mitgenommen habe. Blöp. Warum war der Löwe verdreht? Hallihallo! Hier drüben! So, ja, bitteschön. Vanellope, du wurdest für ein besonderes Geschenk ausgewählt. Ja. Wirklich? Ein Glückspilz. Das ist etwas, das Mike und ich schon seit... Nein, ich will dieses Geschenk ohne Erwartung annehmen. Gib von her. Bist du sicher? Ja. Gut, dann mach für einen Moment die Augen zu. Psst, psst. Was hältst du davon? Wow. Das riecht übel. Wie als altes Haus im Müll übel. Oh, du magst es nicht? Naja, es ist kein Duft für den Alltag, aber es ist trotzdem irgendwie cool. So schlecht zu riechen, das ist irgendwie eine Superkraft. So kann man es auch betrachten. Wirst du so zum Schurken? Yeah. Eher eine unbeabsichtigte Folge meiner Macht.
Ich weiß nicht, ob ich es ertragen könnte, nochmal so zu riechen. Aber ich werde auf jeden Fall ein paar Orte finden, an denen ich richtig stinken kann. Alles klar, du machst das schon, Vanellope. Viel Spaß. Bis bald. Nun, ich nehme an, das ist nicht so gelaufen, wie wir gehofft hatten. Ja, sie sind noch nicht bereit für deine Vision. Das ergibt Sinn. Zum Glück schätzt du guten Geschmack. Wenigstens habe ich etwas Eau de Closette für einen besonderen Anlass übrig. Jetzt müssen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Feinschmecker-Szene hier richten. Das ist die richtige Einstellung. Woran hast du gedacht? Ich habe mich über die heißesten Trends in der Welt der Lebensmittel informiert. Und Straßenessen zur Haute Cuisine zu machen, scheint gerade letzter Schrei zu sein. Wir lieben fantastische Hausmannskost. Was willst du also machen? Lass es uns interessant machen. Ich gebe dir die nötigen Zutaten und du schaust, ob du das machen kannst, was mir vorschwebt. Ich kann es ja mal probieren. Ausgezeichnet. Denk daran, wir nehmen etwas Klassisches und werten es auf. Es braucht Eleganz und Schwung. Okay, gib mir die Zutaten. Nun, die normalen Zutaten sollten einfach sein. Weizen, Milch und eine Muschel. Aber die Hauptzutat ist ein bisschen kniffliger. Wenn Scar eine Hauskatze ähnelt, spuckt er es in seiner Höhle Fellknäuel aus und lässt sie dort liegen. Eklig, aber wahrscheinlich richtig. Warte, du willst, dass ich mit einem Fellknäuel koche? Oh ja! Nicht irgendein Fellknäuel, sondern herrschaftliches Fellknäuel. Dadurch wird das Endergebnis viel edler. Ich werde es zwar bereuen, aber ich bin dabei. Oh ja, 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 ja! Toll, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich das entwickelt. Der Schlamm hier ist keine Schokolade. Ups, das war doch nicht die Schokocreme. Ja, geil. Wir sollen also mit Fellknäueln kochen. Kochen! Kochen, verdammt! Oh, boy. Das könnte nur ein bisschen eklig werden. Ja. Okay, okay. Koche eine leckere, monströse Leckerei mit den Mike vorgeschlagenen Zutaten. Was hatten wir? Weizen, Milch und Muscheln, ne? Weizen, Milch und Muscheln. Weizen, Milch und Muscheln. Weizen, Milch und Muscheln. Weizen. Milch und Muscheln. So, da gehe ich aber in Chirimie, weil da belaste ich nicht meinen eigenen Suppentopf mit. Weizen, Milch und Muscheln. Weizen, Milch und Muscheln. Weizen, Milch und Muscheln. In the morning. So. Weizen. Milch. Und, Muschel. Herrschaftlicher Haarball. Warum geht das nicht? Ach so, das müsste das sein. Gut, ich dachte, es könnte irgendeine Muschel sein. Feinschmecker Rotdog. Ein Rotdog. Ui, die fliegen. Organisieren wir mal eben was zu essen. Hört ihr aber weiterhin zu. Ah, habe ich dich hungrig gemacht mit den wunderschönen Sachen hier? So, wir sollen zu Remy. Hier, Remy, möchtest du einen schönen Feinschmecker-Rotdog haben? So ein Rotdog wäre jetzt schon was Feines. Mit extra viel Haarknäuel drauf, ne? Hey Kidma, hilfst du Mike immer noch mit seinem Eau de Closette? Wir haben uns auf die Zubereitung von Leckereien konzentriert und als kulinarischer Experte des Dorfes würden wir gerne eine Meinung hören. Mhm. Oh wow, was hast du gemacht? Es ist eine Anlehnung an eines von Mikes Lieblingsgerichten aus seiner Heimat. Ein Feinschmecker-Rotdog. Okay. Hier, nimm ein bisschen. Es tut mir leid, aber das schmeckt wie Müll. Naja, ein Versuch war's wert. Hey, du kannst eine Menge aus dem lernen, was schief läuft. Ich bin sicher, du hast hart daran gearbeitet.
Für Müll muss man sich nicht schämen. Meine Familie und ich haben viel Müll gegessen, bevor ich Küchenchef wurde. Aber ich bin froh, dass dieses Kapitel meines Lebens abgeschlossen ist. Na gut. Warum bringst du es nicht zu Mike zurück? Ich bin sicher, dass es ihm gefallen wird. Danke. So, hier, Mike, leckeres Hotdog. Und jetzt? Und jetzt bin ich der Superstar-Visionär des Tals, oder was? Oh ja! Halt deinen Applaus zurück, während ich mich auf meine Nahaufnahme vorbereite. Eigentlich mochte Remy das Feinschmecker-Rottok nicht. Was? Tut mir leid, Mike, aber ich glaube, dein Geschmack ist für die meisten Leute hier ein bisschen zu experimentell. Es ist wahr, das war schon immer mein Fluch. Der Zeit voraus, bahnbrechend, revolutionär. Ach, manchmal wird es einsam, wenn der Erfolg dich so hoch emporhebt. Warum drehst du mir eigentlich den Rücken zu? Ich will nicht, dass du hier einsam bist. Ich habe eine Idee. Warum teilst du den Feinschmecker-Rottok nicht mit Sully? Ich wette, er würde sich über ein bisschen Geschmack von zu Hause freuen. Tolle Idee, Kidma. Ich gehe und suche ihn. Mit dir wird es nie langweilig, Kidma. Hey, Mikey. Ich habe etwas Unglaubliches von der anderen Seite des Tals gerochen. Was hast du da? Lass deine Augen und deinen Magen an dieser Delikatesse teilhaben. Ein klassischer Rottok. Oh, wow. Das erinnert mich an früher. Zweites Semester. Erinnerst du dich an das Wettessen? Hey, wenn die Rottoks damals so geschmeckt hätten wie diese, wäre ich vielleicht besser gewesen. Vielleicht teile ich das Rezept bei meinem nächsten Besuch mit der MU. Ich freue mich so, dich zu sehen. Guten Morgen, Leute. Ist das die Monster-Universität? Wie denkst du jetzt über das Tal? Viele Leute hier haben einen seltsamen Geschmack. Ich weiß, es ist nicht gerade toll, wenn andere Leute deine Interessen nicht teilen. Aber wenigstens konntest du dich mit deinem besten Freund treffen, eine nostalgische Leckerei teilen. Selbst wenn die Dorfbewohner nicht dasselbe Essen mögen wie du, freuen sie sich trotzdem, dass du den Weg hierher zurückgefunden hast. Oh nein, du bringst mich zum Weinen, Kidma. Wie soll ich meine Gelassenheit bewahren, wenn ich wegen dir ein feuchtes Auge kriege? Stimmt, du bist ein cooler Typ aus der Stadt. Und wehe, du vergisst es. Oh, noch etwas, Kidma. Ja, Mike? Auch wenn dein Geschmack fragwürdig ist, du bist immer noch der Beste. Danke, du warst mir eine tolle Hilfe. Na, ja, das ist aber lieb. Okay, der kommt noch mit. Guten Morgen, Leute. So, weitere Quests hat er gerade nicht, weil er erst nochmal gelevelt werden muss. Aber wir haben ja noch Donald. Geht es um dein Projekt für die Dorfwohner des Monats? Ich helfe dir gern. Haben die sich mal alle weg? Findest du ein paar Vögel von mir bei der Arbeit am Strand machen? Das ist eine tolle Idee. Danke. Okay, alles klar. Wir sollen Fotos von Donald machen, wie er Müll aufräumt. Achso, dann soll ich ihn wahrscheinlich am besten gerade mal eben mitnehmen. Ja, dann komm mal her. Dum 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 d